Nicht erschrecken, wir sind's nur. Auch wenn wir uns optisch mal wieder ein wenig verändert haben. Ja, wie so oft. Wie so oft. Wir begrüßen euch damit zu einem neuen Let's Play. Wir haben uns Lily Looking Through besorgt. Und warum wir diese Brillen und diesen Schal tragen, werden wir im Laufe des Spiels noch erfahren. Wir starten wie immer blind. Wir haben es noch nicht angeguckt. Es ist sozusagen das erste Mal, dass wir das Spiel jetzt öffnen. Und deswegen auch das Intro hier. Richtig. Und wir wissen nur, dass es irgendwas mit einer ominösen Brille zu tun hat und mit einem noch ominöseren Schal in Rot. Ja. Und dass Lillys, dass wir irgendwie ihr helfen müssen, ihren Bruder wieder zu finden. Genau, wir spielen die kleine Lilly, die man auf dem Bildschirm jetzt schon sehen kann. Little Lilly. Und nicht die Frosch. Genau, und wir springen einfach mal rein und legen mal los, würde ich sagen. Ja. So, wir bewegen den Mauszeiger und also wenn man was anklicken kann, erscheint die Hand. Dünk. Okay. Dünk. Und dann versucht Lilly anscheinend zu kommunizieren. Ups. Aha. Ah, ist ja schon ein roter Schall. Aha. Nö, oder? Das brauchen wir eigentlich nicht. Tada! Ach, die ist ja schon herzig, oder? Huch! Plumps! Ach, das ist wieder schön. Ist es nicht schön? Oh, guck mal, das blühen da Blümchen und... Oh. Hä? Wohin? Deswegs. Oh, guck mal, jetzt wachsen Früchte. Plumps, plumps. Okay. Oh, ein Feuer. Kannst du schon irgendwas machen? Nee, ist noch das Rädchen da. Ich glaube, das Rädchen... Ja. Jetzt. Halte die Maustaste gedrückt und ziehe die Maus, um dich umzusehen. Ah ja, also wie bei Sims damals. Ja. Klicke doppelt irgendwie war noch. Ach, zum Rein und Raus. Ah, okay. Wir müssen uns noch kurz beim lieben Steve bedanken. Steve? Thank you so much! Mit nordischem Nachnamen. Also skandinavischem Nachnamen. Den Nachnamen habe ich mir nicht gemerkt. Nee, ich brauchte den ja für den Vortrag. Der uns freundlicherweise die Erlaubnis gegeben hat, dieses schöne Spiel zu spielen. Ja, ja. Danke dafür. Thank you. Und dann schauen wir doch mal. Ich klicke mal den Wagen an. Das Rädchen ist kaputt. Das geht irgendwie nicht, ne? Irgendwie, vielleicht steckt ja was. Fest. Das ist kaputt. Die Speiche. So. Kannst du mit dem Wasserfass da was machen? Hä? Das heißt wohl, dass sie da hinlaufen soll? Okay. Hier, oh, da. Da hängt schon was, aber das... Kommst du da? Kannst du das nicht anklicken? Nee. Achso, nur wo was erscheint. Genau, ne? Noch kann ich nichts anklicken. Ich kann sie nur hier rüberlaufen lassen. Hier unten gibt es noch Einstellungen und so schnicke Schnacke. Brauchen wir endlich. Aber ich glaube... Wir brauchen den Wagen, ne? Ansonsten kommen wir nicht, dann dass es 16 zu 9 ist. Nur der Ausschnitt halt, aber dann musst du halt nur den Ausschnitt. Da hat einer was hingeworfen. Wer ist denn das überhaupt? Das dürfte Lillys Bruder sein. Ach so. Ja, na eben. Wie, warum kommt sie jetzt da nicht hoch? Ich scheitere schon wieder. Ah! Achso, jetzt spielen wir Lillys Bruder? Aha. Nee, ich konnte ihn nur anklicken, damit er was macht. Nee, doch, jetzt spielen wir. Du spielst jetzt ihren Bruder. Ah! Gott, ist das süß! Okay. Jetzt kannst du es umkippen. Und dann könnte sie den Ring für das Rad von dem Dings benutzen. Es kommt aber an, wo er es mir hinschubst. Ach so, nee, er will jetzt an die Brille. Es, genau, er benutzt es für die Brille. Ne? Brille? Brille, Brille, Brille. Ihr seht jetzt... Doch, siehst du? Ha! Das
hat das schon mal gut funktioniert. Aber wen spielen wir denn jetzt? Jetzt spielen wir Lilly anscheinend. Ach nee. Check. Okay. Ah ja, also es ist tatsächlich aber nur Point, Klick, Point, Klick, Point, Klick. Klick, Klick. Aber schon wieder sehr, sehr niedlich. Die Musik finde ich auch sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht, war der Soundtrack mit dabei? Ich glaube da nicht. Da waren nur Poster und Postkarten. Wir haben uns schon wieder gehauen. Wie wir uns immer hauen. Also ihrem Bruder hast du jetzt nicht gehen können, ne? Ne, sie geht von alleine. Ach so. Das macht sie dann alleine. Was ist denn jetzt? Was soll ich denn da machen? Kannst du die Dings da? Genau. Das Seil, so heißt es. Seil heißt es. Ah ja, einfach Rechtsklick ist dann loslassen. Er guckt immer noch die Brille an. Ich glaube, wir wollen ja zu dem roten Schal, ne? Weil Lilly möchte auch so einen schönen roten Schal Lilly, haben. Lilly, das kann ich total gut verstehen. Unsere riechen zwar ein bisschen streng, aber... Aber dass Lilly so einen möchte, kann ich gut verstehen. Mussten zwei Polyester-Tierchen für sterben. Und zwei Räuchertierchen. Nee! Ich wollte eigentlich noch mehr hin, aber noch mehr hin geht nicht. Jetzt, Vorsicht, Lilly! Sie schleicht sich an. Nein! No! Oh, Lilly! In Englisch. Oh nein. Oh, der arme Lilly Maus da, Lilly. So, jetzt mache ich hier erstmal was ganz anderes. Mach ich das einfach mal? Mach das einfach mal. Ich klicke hier einfach mal. Oh, ja. Da sind wir wahrscheinlich so im Kapitel-Dingsbums. Ja. Hier ist Speichern. Lautstärke. Musik an, aus, und Lautstärke, Ton und so weiter. Deutsch. Teacher. Na, ich denke mal, weil so viel gesprochen wird nicht. Was war das? Was hast du geklickt? Weiß nicht, das ist ganz recht. Ah ja. Okay. Zurück zum Spiel. Kannst du eine Frucht mitnehmen? Was ist das denn hier noch? Das testen wir bitte nachher. Ja. Ich kann eine Frucht mitnehmen. Wie es aussieht. Aha. Oh, hi. Hi. Okay. Laufen. Los, Lilly. Wir müssen deinen Bruder finden. Der ist, glaube ich, Ro oder so, ne? Hat sie gerufen. Huch, wo ist sie hin? Da ist sie. Hier ist es niedlich. Ach, ich glaube, sie möchte seine Mütze holen, die da vorhin da hinten hingefallen ist. Ja, dann muss es jetzt da darüber schwingen, mit den Seilen. Jetzt kommt sie hier irgendwo. Ah ja, da ist sie. Ach, ist das süß. Putzist. Oh. Wir finden ihn wieder, kleine Lilly, keine Sorge. Ja. Jetzt hat es eingesteckt. Da lang. Ja. Und der Brücke folgen, wo er verschwunden ist. Ach ja, Mai. Das Spiel ist übrigens von Head Up Games und wer waren die anderen? Gita Games sind die Entwickler sozusagen und Head Up Games hat es veröffentlicht. Froschen. Ah, da ist er. Schaubi. Huch, ui. Ah, oh. Huch. Weg ist er. Aber. Na, wo bleibt sie denn stehen, die kleine Lilly? Oh, ganz außer Atem. Da kommt sie wohl nicht weiter, ha? Huh? Ah ja, hier. Ah, wieder anzünden. Anzünden. Aui, aui. Ja, perfekt. Okay, weiter. Ach, ist das süßig. Tatsam! So. Na, ja, Jane. Lilly, hol die Brille, schnell. Nee, da willst du noch nicht hin. Erstmal geht's hier weiter. Zum Frosch. Was ist denn das hier? Können wir bestimmt später umschauen? Oh, da war was. Aha. Ah, da geht dann das Wasser auf. Okay. Kommt sie da rauf? Ja, zum Froschen kann sie.
tauschen? Nee. Nee. Den Frosch aufpieksen? Den Frosch aufpieksen? Ich hoffe doch nicht. Wissen wir noch nicht, aber den Frosch kann ich nicht. Die kann ich auch nicht. Muss irgendwas mit dem nicht zu tun haben. Kannst du dir damit das Ding runter machen? Nee. Nee. Was möchte sie denn jetzt, wenn ich mal fragen darf? Überhaupt. Wir müssen da oben zur Brille hin. Ja, sie will darüber. Nee. Vielleicht können wir es mit der. Ich hatte schon was mit dem Frosch, oder? Die Brille holen, dass sie erst die Brille haben will. Vielleicht irgendwie hier? Nee. Ich weiß also jetzt nicht, ob ich mit der Spitze von dem Ding drauf zeigen muss. Und auf der Stufe ist aber auch nichts, ne? Nee, die davor, die sich bewegt hatte. Ja doch, also da kann sie rauftreten. Nee, ich meine mit der Stange da irgendwas machen. Nee, nee, dann muss ich. Gehen wir nochmal dahin zurück. Also, wenn sie hier drauf tritt, geht hier die Luke auf. Im Frosch. Ah. Aha. Aha, aha. Oh, was ist das denn? Dick, genau, kannst du den bewegen? Das sieht aus wie ein Springbrunnen oder sowas. Huch! Jetzt mit dem Frosch. Jetzt könntest du das zerplatzen lassen. Ja, dann wäre der Frosch weg. Und wir könnten auf diese. Jetzt sitzt der auf einer. Oh Gott, ist das süß. Ich finde das einfach so süß. Huch. Ist ja niedlich. Jetzt? Hab ich? Ich glaube aber nicht, dass das richtig war. Ich glaube, wir brauchen diesen Pömpel. Kannst du den noch größer aufpumpen? Ach so. Weiß ich nicht. Probier ich aus. Aber wozu ist denn das Ding da? Sieht aus wie ein Springbrunnen. Wenn sie jetzt hier hingeht, gehen wir hier hin. Nee. Ich dachte, man muss das vielleicht irgendwie anmachen. So, plöpp. Ach so, das zieht hier Luft rein. Ah, okay. Ja. Aha. Oh, nee, doch nicht. Also nur einmal. Nur einmal. Und dann vielleicht irgendwas mit der. Kannst du auf das Blatt dann springen? Wäre jetzt die Frage irgendwie. Weiß ich nicht. Erstmal muss sie hier wieder hin. Hiermit macht sie nichts. Pause. Macht sie aber auch nichts weiter, außer dass sie darauf pümpelt. Ja. Aha. Ah. Nee. Nee, nee, da muss noch was anderes passieren. Aber was denn? Wenn du den jetzt nochmal bewegst, den Pümpel da unten, dann dreht sich das wieder um. Jetzt den nochmal. Ah, Leerpumpen. Geht Leerpumpen? Ach so, das weiß ich nicht. Ach so, und dann könnten wir da ja. Mach nochmal. Nee, 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 weiterpumpen. Nee, das. Nee, das geht ja immer nur, wenn die Blase da ist. Also die Blase wird ja dann kleiner, die ist ja jetzt wieder weg. Rein theoretisch muss ist jetzt das nicht egal, das ist doch nur der Ausfluss. Also der Abfluss. Na, ich probiere mal gleich nochmal. Oh, es wird ja auch nicht weniger. Das sieht nicht so aus, ne? Thank you.
hier jetzt nochmal dran. Ne, jetzt passiert nämlich doch nicht. Jetzt auch was. Können wir denn jetzt da irgendwas anderes schon machen? Nee. Klick mal auf das Fragezeichen einfach. Ja, aber da waren wir ja schon. Was? Das, was, das hat auch geblinkt. Ja. So, jetzt stehen wir wieder hier. Klick mal nochmal. Naja, das sind nur die Sachen, die man andingsen kann. Aber das haben wir ja schon rausgefunden. Wir müssen nur noch rausfinden, wie. Wenn sie hier hingeht, dann geht es da runter und läuft wieder voll. Nee. Doch. Oder leer. Oder voll. Nee, voll. Oder? Das läuft rein. Ja, aber es bleibt ja voll. Also es ist ja bis jetzt nicht leer geworden. Müssen wir einfach länger pumpen? Wir müssen wirklich eine Blase um dieses Loch lassen. Eine kleinere Blase vielleicht? Also einmal abpumpen dann, also einmal Blase machen. Dann einmal abpumpen, dann einmal abpumpen. Blase machen, Blase abpumpen sozusagen, damit die Blase immer bleibt, weil ja jedes Loch ist. Nee, und dann, ist auch, nee, und dann auf die kleine Blase, dass dann von der kleinen Blase auf das Blatt da vielleicht kann. Ach so. Blase machen? Nee. Das war das Falsche. Fällt mir jetzt das auf. Nochmal. Gucken. So, Blase machen. Große Blase. Jetzt einmal abpumpen. Nee, erst drehen. Erst drehen, dann einmal abpumpen. Und jetzt zur Blase hinter gehen. Ist es jetzt hier weniger geworden? Aha. Ich bin verwirrt. Vielleicht müssen wir. Ich hätte gedacht, dass wir die irgendwie dahinter liegen. Aber ist auch Quatsch. Du machst sie nur kaputt, wenn du da irgendwie draufklickst. Die habe ich ja eben auch nicht. Bin ja drum rum. Und wenn du. Pass auf. Nochmal hingehen. Ich glaube, jetzt hab ich's. Blase nochmal größer machen. Dann wieder eins abpumpen? Dann nein, 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 Blase noch größer machen. Genau, einmal pumpen. Draufspringen. Und Blase damit nach hinten spülen. Das macht die Brille. Und jetzt praktisch da vorne Blase setzen. Da vorne setzen. Blase, aber eine Nummer kleiner, praktisch diese. Und dann nochmal eine ganz kleine. Wieder da drauf hüpfen. Damit wir hinten auch hochkommen, ne? Genau. Und jetzt praktisch einmal. Ah! Deswegen auch keine große. Genau. Nein! Nein! Egal, ist ja nichts. Wo jetzt wieder zurück? Das hat aber gedauert jetzt so. Boah. Ja, ja, naja, manchmal dauert es ja bei uns eh länger. Aber wir sind von alleine drauf gekommen, ja? Das aber ich hoffe, die Kleine passt jetzt dahin. Das müsste ja einmal, so schon reichen, oder? Nee, okay. Aber da wird sie ja zurückgeschmissen. Einmal drehen. Drehen und dann pumpen. Genau. Und dann müsste es funktionieren. Ja, und wie wir dann aber weitermachen? Das gucken wir in der nächsten Folge. Aber einmal abpumpen darfst du noch. Immer abpumpen darf ich noch. Hab schon Glück. Hello.
Damit dürfte der Weg eigentlich frei sein und wir werden ihn in der nächsten Folge gehen. Bis dann. Tschüss.